Ein neuer Tag, ein neuer Panzer und heute mal ein kleines Spielzeug. Der AGR von Black Ops 2, geportet von Colton 1070 für GTA. Ein sehr witziges Fahrzeug, wie ihr sehen könnt, ein MG als auch ein Raketenwerfer. Was man nicht vergessen darf mit dem MG, klappt alles prima. Sobald ich aber auf Raketen wechsle, geht leider der Turm nicht mehr. Das liegt leider so an Limitations von GTA. Ihr seht auch hier der Radius, der ist nur bedingt nutzbar. Sobald ich hier ein bisschen außerhalb dieses Radius gehe, kann ich damit nicht mehr schießen. Ist aber halb so wild. Ich werde bei den Panzern, wo es notwendig ist, eben dann auch auf das so manipulieren, die Fahrzeug-ID oder Vehicle-ID, dass ich eben die Turrets benutzen kann, wie ich es auch in der ersten Folge gemacht habe. Aber ey, Leute, beinahe ist vergessen. Müssen sie erstmal gleich mal 360 Grad drehen hier. Das geile Intro. Grüße an den Vogel. Ne? Piep, piep. Immer wieder ein Traum, dieses Intro. Hey, hey! Los mit dir, Alter! Wow! Ja, Alter, jetzt hier gleich auf die Fresse, ja, Alter. Fährt er weg oder was, ey? Schaut euch mal die Tracks an, die ich hier mache. Voll alles kaputt. Wo bist du, du Arsch? So kommst du mir nicht davon hier, ey. Genau so sieht es nämlich aus. Übrigens, das Fahrzeug hat auch drei verschiedene Liveries. Einmal das, was ich gerade habe, diesen digitalen Flag-Tarn. Dann gibt es den auch nochmal einen Wüstentarn und als Security-Fahrzeug. Den könnte ich theoretisch... Ballern! Den könnte ich theoretisch auch benutzen in einer Security-Folge. Nur das Ding hier als Security-Fahrzeug ist wild. Okay, die Innensicht ist noch wilder. Oh, guck mal hier. Yeah. Ja, Explosion, Leute. Action in der Folge. So will ich das sehen. Einmal durch den Zaun, bitte. Vollgas. So, mal gucken. Kann ich mit dem Ding... Oh, das will ich ausprobieren. Kann ich mit dem Ding da hochfahren? Oh, das ist ein Zaun schon wieder hier. Böser Zaun. So, wir probieren es mal aus. Schön über den Fußgängerweg hier. Der ist so klein und wendig, das ist perfekt. Ist da wieder irgendein Kopf am Start oder was hier? Okay, wir verstecken uns jetzt hier vom Helikopter. Immer schön auf den Heckrotor ballern. Oh, der hat aber keinen schönen Tag. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Heli da so macht. Perfekte Landung, habe ich gesagt, oder? Einwandfreie Landung. Also muss man im Kopf lassen. Hat er gut hinbekommen. Oh. Das sieht so aus, als könnte ich gleich durchschießen. Schade. Oh! Oh, oh Gott, beinahe bin ich umgekippt, ey. Hier war ich noch nie in GTA. Hier war ich noch nie. Oh, geil. Das ist einfach nur eine Brücke. Worüber denn? Über die Schienen. Okay, da geht's. Die Cops haben aber auch für sehr viel Spaß. So, wir fahren mal Treppen runter. Ist ja All-Terrain-Vehicle. Ja, macht er gut. Schon wieder Cops hier im Heli. Ah, shit, so weit komme ich nicht hoch. Ist viel leichter auf den Heckrotor zu schießen, als irgendwas anderes zu treffen. Wild hier, der Kollege. Sorry, ich muss los, sorry. Ich würde gerne mit euch weiter spielen, aber... Au! Okay, das habe ich unterschätzt. Natürlich habe ich so eine kleine Mistkugel, der ich hier rumfahre. Wenn die mich rammen, habe ich natürlich ein Problem. Sogar ein Bordstein ist schon ein Problem, wie ihr seht. Aber wisst ihr was? Wow, hohoho, die waren knapp hinter mir. Schön durchsiebt das Fahrzeug. Wir fahren... Ah! Geil, Alter. Weg von mir. Kurz hier die... auf Raketen wechseln. Handbremse ziehen. Sehr gut. Und weiterfahren. Es ist halt auch mega schnell hier, mein kleines Fahrzeug. Also bestimmt gefühlte 16 km/h, die ich hier fahre. Man muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwann im Bordstein hängen bleibe, was echt ein bisschen albern ist. Habt euch anders vorgestellt den Tag, ne? Gönnt euch. Oh. Ja, der geht mal baden. Die Killcam unter Wasser. Okay.
So, wir cruisen. Ey, die Helikopter, die kommen immer wieder. Die haben viel zu viele davon hier in L.A. Unglaublich. Es sieht immer so faszinierend aus, finde ich. Ist schon eine geile Engine. Hier die Rage Engine. Ja, heute würde ich sagen, ist mit Rumfahren nicht so viel. 5 Sterne habe ich sogar schon. Ups. Oh no. Wäre ich beinahe in den Tank reingefahren. Okay. So, wir gucken mal, dass wir uns hier irgendwo verpissen. Der Mini-Jump war ja süß gerade. Hallo da. Okay, die sind alle leer, die Tanks. Schade, ich habe gedacht, ich kann nochmal so eine fette Explosion zünden. Es macht aber mega Laune, damit rumzucruisen. Ganz besonders, weil ich... Wow, schau dir mal die Wellen. Die Wogen, muss ich schon sagen. Das macht schon mega Laune, hier mit rumzucruisen. Ganz besonders, weil ich hier in so Ecken bin, die ich normalerweise nicht umfahre. Ah, ganz schönes Feuer hier. Komm schon, Alter. Renn mal jetzt. Ja, das ist ja nicht. Die treffe ich nicht. Das sind ja für Geballer um mich rum, ey. Hört mal auf hier, FID und so. Okay. Oh no. Ich bin gegen den Zaun gefahren. Das muss ich erstmal wieder rausfinden. Das größte Abenteuer gerade. Beinahe wäre gegen die Brücke. Holy shit, sind viele Cops. Okay, auf der Straße habe ich wahrscheinlich keine Chance gegen die. Die haben mal den Heli geparkt. Okay. Ja, ich muss... Wow, Offroad fahren. Ich muss Offroad... Oh shit, hier ist überall Wasser. Naja, gut. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe hier raus, oder zumindest mich zu entfernen, ist definitiv Offroad. Oh shit, Sackgasse. Ist der Reif völlig scheiße. Also hier möchte ich auch nicht anlegen als Schiff, oder? Seht ihr diesen Ankerpunkt hier? Okay. Okay, komm wieder hoch. Let's go, wir probieren es aus. Oh nein, Backflip. Aber gut. So, hier müssen wir auf jeden Fall raus. Ich habe mich definitiv verfahren. Oh, Military. Military, Leute. Military ist da. Mal gucken, was hier noch so für Fahrzeuge... Au. Also soweit... Oh, shit. Oh, genau. Oh, nein, nein, nein. Nicht da runter ins Wasser. Der Arsch, Alter. Heavy shit hier. Ey, dieses MG macht mega... Ah, oh, Laune. Ich fahre natürlich genau gegen den Pfosten hier. Was für eine Verfolgungsjagd, Leute. Hier liegt schon noch ein Heli, den ich weggeballert habe. Ey, wir sind in der Stadt. Naja, fast. Wir fahren am Hafen entlang. Jetzt sagen wir, wechseln mal wieder zum Raketengeschütz. Wenn einer vor mir fährt. Boah, die haben aber auch, die machen aber auch Laune hier. Die Feuerfrequenz von den Raketen ist ja krass. Wir fahren über die Brücke, Leute. Wow! Die Cops, ey, sobald die einmal mich treffen, ist ja nichts mehr mit Lenken. Oh, jetzt kommt noch ein Zug. Are you kidding me? Jetzt kommt noch ein Zug. No, 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 no. No, no, no. Stopp. Halt. Hallo. Zug. Entschuldigung. Hallo, Sie da. Zugführer. Sie haben hier einen kleinen Panzer vor sich. Was ist denn das hier für eine Kacke gerade? Jesus Christ, ey. Voll wild, ey. Und der fuchtelt da mit seiner Waffe rum. Spinnt er noch raus? Wow. Nicht den Tank hier kaputt machen vom Zug. Ja, der Zugfahrer war auf jeden Fall nett. Der hat mich erstmal ein Stück mitgenommen. Wir fahren hier mal ein bisschen mit.
Oh, hallo? Können Sie mal bitte von meinem Dach runtergehen? Oh, no, jetzt stehen die. Oh, no, 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 no. Sobald ich hier geflippt bin, habe ich echt ein Problem. Okay, raus. Absteppunternehmen werden sie so überbewertet. So, ich würde sagen, wir fahren mal hier ins Gangviertel. Oh, der arme Hund. Wow, Alter, von hinten. Oh, nicht reingebumst hier, ey. Ah, das kleine Gerät hier, das dreht sich immer wieder. Das ist eigentlich ganz witzig. Und manchmal bin ich echt ein bisschen verwirrt, wo vorne und wo hinten ist. So, wir müssen ja auf jeden Fall mal in die Ghetto rein. Hallo Jungs, wo sind die Gangs, wenn ich sie mal brauche? Wo ist die Unterstützung? Oh, wild, Alter. Wild, wild, wild. Hier reinzufahren war vielleicht nicht die schlauste Idee. Ey, wenn die mich hier mal rammen, ey. Die haben auch eine Shotgun, seht ihr das? Oh, krass. Alles klar. Wir kürzen hier mal ab. Auf den Parkplatz und gehen ein bisschen shoppen. Nein, diese Kette unten dran, die dreht sich auch immer so mies, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo vorne und wo hinten ist. Das auch auf jeden Fall. Aber es macht Spaß. Oh, guck mal hier, Einkaufswagen. Yeah. Ich stelle mich einfach dazu. Dann erkennen sie mich nicht. Leute, ich bin ein Einkaufswagen. Seid nicht so. Ich bin ein Einkaufswagen. Lasst mich in Ruhe. Braucht jetzt gar nicht auszusteigen und so zu tun, als wüsste ich das Kind. Was ist. No! No, 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 ich bin ausgestiegen. Nein, ich bin ausgestiegen, Leute. Rip, rip, rip. Nein, 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 nein. Wo ist mein Fahrzeug? Wo ist mein Fahrzeug? Lass mich da wieder rein. Wo, wo, nein, nein, nein. Das war's. Oh Gott, ey. Das war ein Fehler, ey. Hat aber mega Laune gemacht mit dem AGR aus Black Ops 2. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Wäre super nice von euch. Ich bedanke mich. Morgen die nächste Folge. Panzerwochen. Ciao, ciao. Euer Ralf. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.